So, Big Show versus Neville. Die Fehde kriegt sein ruhmreiches Ende oder auch nicht. Wir werden sehen. Big Show in diesem One versus One Match gegen Neville bei Payback. Und Big Show startet gleich mal aggressiv in dieses Match mit diesem Nerf Hold gegen Neville. Danke, Lou. Freut mich, dass du dran bleibst, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass der Pay-Per-View nicht schlecht werden wird, wieder mal. Die Pay-Per-Views sind bis jetzt, vor allem Extreme Rules, waren Hammer-Matches dabei, finde ich. Dann kommt Big Show mit harten Schlägen und einen Choke gegen Neville, der da gleich mal zu Boden befördert wird. Der kann jetzt kontern mal. Und jetzt Big Show mit einer Trittserie hier von den Beinen holen. Da kommt der Headlock und ein paar Elbows gegen den Kopf von Big Show hinterher. Wie lange ich streame? Heute nicht mehr allzu lang wahrscheinlich. Wir werden das dann noch ausmachen mit der Show, wie wir das Ganze planen nachher. Vielleicht dann noch eine Show machen zur Probe, sage ich mal, oder zum Eröffnen. Maximal eine Show nachher noch, aber wie gesagt, ich muss erst schauen, wie wir das Ganze dann planen werden, gemeinsam hoffentlich. Also auf jeden Fall dranbleiben, eure Meinung interessiert mich dann natürlich auch noch. Und mal schauen dann, ob wir noch eine Show dann machen, eine Weekly Show, oder ob wir das Ganze dann mal vorbereiten und beim nächsten Mal fortführen. Neville mit dem Dropkick hier vom Turnbuckle gegen Big Show. Aber Big Show kontert mit diesem Big Back Back Body Drop hier gegen Neville. Nerf Hold wieder mal. Big Show mit diesem geilen Uppercut hier gegen Neville. Was macht Big Show? Aber Neville kontert hier schön zu diesem Armtrack in der Luft. Schöner Konter hier von Neville. Neville nimmt Anlauf. Schöner Enzuigiri gegen den Hinterkopf von Big Show. Neville jetzt wieder am Drücker. Tritt gegen den Arm von Big Show. Schöner Standing. Ja, Red Arrow war das, glaube ich, schon. Top Rope Action von Neville gegen Big Show. Und da kommt der Red Arrow. Ist das die Entscheidung für Neville? 2. Aber Big Show kann gerade noch auskicken. Springboard Moonsault. Aber Big Show kann sich gerade jetzt noch befreien rechtzeitig. Die Luft wird schon wieder dünn für Big Show. Und ich dachte, das ist wirklich die nächste Niederlage für Ben. Sorry, aber der tut mir langsam wirklich leid mit Big Show. Der steckt da eine Niederlage nach der anderen langsam an. Wieder ein Erfolg jetzt vom Big Show gegen Neville. Second Rope Action, aber der Double Axe Handle geht ins Leere. Neville kann sich hier aus der Gefahrenzone befreien. Schöner Frankensteiner hier gegen Big Show. Das Cover. 1. Aber Big Show kann sich natürlich sofort wieder befreien. Kontert jetzt hier mal mit einem Schlag in die Magengrube von Neville. Und was für ein Spear out of nowhere. Aber Neville kontert hier den Spear gegen Big Show. Unglaubliche Aktion hier von Neville. Und der geht wieder rauf aufs Top Rope. Top Rope Action von Neville. Schöner Top Rope Moonsault von Neville. Was für eine Aktion hier. Nein, eine Shooting Star Press war das. Gun Moonsault, eine Shooting Star Press, Leute, sorry. Wieder schöne Headsy-Section hier von Neville. Was für eine Shooting Star Press hier von Neville vom Top Rope gegen Big Show. Wahnsinnsaktion. Standing Moonsault jetzt hier gegen Big Show. Und man darf sich wirklich nicht beschweren, wenn Neville dieses Match gewinnt. Ich sag's ganz ehrlich, Neville wieder mit krassen Aktionen, der Pin. Aber Big Show kann sich nochmal befreien. Neville lässt sich jetzt zu Recht feiern vom WWE-Publikum. Wahnsinns-Match hier, was hier Neville wieder mal auspackt gegen Big Show. Wieder Top-Rope-Action von Neville. Wieder schöne Aktion.
Wahnsinns-Move, da packt einen nach dem anderen aus, Neville. Wieder das Cover. Und das ist die Entscheidung, Neville. Mit der letzten Top-Rope-Action zum Sieg. Ganz, ganz verdient und klarer Sieger für mich. In dieser Fehde damit, sorry Ben und Big Show, die die fünfte Niederlage in dieser League hinnehmen müssen. Und somit jetzt bei den meisten Niederlagen hält Ben mit Big Show bei 5 Niederlagen. Aber man muss sagen, ganz klar, starkes Match hier von Big Show. Von Neville natürlich, in diesem Opener gegen Big Show. Ja, diese Fehde gewinnt er verdient, Neville gegen Big Show. Wir kommen zum nächsten Match, dem Cruiserweight Championship Match zwischen dem aktuellen Cruiserweight Champion TJ Perkins, der auf Hauptherausforderer Brian Kendrick trifft. Und das wird ein ganz spannendes Aufeinandertreffen, das kann ich euch versprechen. Brian Kendrick hat bislang noch kein einziges Match verloren. TJ Perkins hat in der Vergangenheit allerdings auch bewiesen, was für ein klasse Wrestler ist. Das könnte auf jeden Fall ein technischer Leckerbissen werden. Los geht's, Brian Kendrick ding TJ Perkins. TJ Perkins mit diesem Neckbreaker gegen Brian Kendrick. Da kann allerdings Kendrick jetzt wieder kontern, gleich zu Beginn gegen Perkins. Schöner Suplex hier gegen Perkins. Der kann jetzt kontern. Schöne Aktion hier von Perkins am Track zum Schluss gegen Brian Kendrick. Ein paar Tritte in den Rücken von Kendrick hinterher. Aber Kendrick kontert hier mit diesem Elbow in die Manngrube von Perkins. Und was für eine Aktion hier von Brian Kendrick gleich mal. Ganz stark hier präsentiert er sich wieder mal. Auch gegen TJ Perkins. Jetzt Brian Kendrick mit diesem Eindrehen des Beines von den Beinen holt. Schöner Hardstopper in Dolph Ziggler und HBK-Manier von TJ Perkins. Willkommen zurück, Supercard. Genau rechtzeitig zu Payback, zum Pay-Per-View. Was für ein schöner Second Rope Splash hier von TJ Perkins. Und ich habe es angekündigt, beide werden sich in diesem Match absolut nichts schenken. Schöner Dropkick von Kendrick jetzt. Perkins wieder mit dem Armtrack zum Konter. Da hätte der DDT kommen sollen, den Kendrick allerdings kontert. Perkins jetzt wieder mit dem Konter. Ist was mit Kane passiert? Mit Kane ist noch nichts passiert. Der kriegt sein Match dann gegen John Cena. Und TJ Perkins greift zum GTS King. Brian Kendrick, war das schon die Entscheidung? GTS von TJ Perkins King Brian Kendrick. Aber das Cover folgt noch nicht. Brian Kendrick kann hier wieder gegen den Arm von Perkins kontern. Perkins wieder mit dem Konter zum German Suplex. Ganz starke Momente jetzt hier von TJ Perkins in diesem Match. Perkins jetzt gegen die Hamstrings hier von Kendrick. Der holt jetzt Perkins von den Beinen. Und er holt sich da erstmal in Ruhe in der Ringe. Kurze Verschnaufpause hier für Brian Kendrick. Perkins kontert allerdings gleich wieder. Klasse Suplex hier wieder von Perkins. Und lässt sich jetzt vom WWE-Publikum feiern. Sollte allerdings nicht zu voreilig sein, da kontert Kendrick mit dem Elbow und ein Faustschlag hinterher. Da gibt's einen schönen Big Suplex von Kendrick hier. Ja, Perkins sollte konzentriert bleiben, DDT von Kendrick hinterher. Noch ein DDT von Kendrick.
TJ Perkins muss jetzt einiges einstecken. Schöner Spinning Kick, Whipping, Dropkick-Serie wieder von Brian Kendrick. Und der Spinning Neckbreaker, starke Aktionen jetzt von Brian Kendrick. Und die Blue Thunderbomb schon von Brian Kendrick. Ist das der Sieg und die neue Championship? Nein, TJ Perkins kann bei 1 wieder auskicken. Stark von TJ Perkins hier. TJ Perkins mit diesem Kniestoß. Tritt gegen den Arm von Brian Kendrick. Der kann allerdings hier wieder kontern. Elbow von Perkins. Aber Brian Kendrick ist sofort wieder da mit diesem Submission Move von Sami Zayn. Submission Lock von Brian Kendrick. Muss TJ Perkins hier aufgeben oder kommt er nochmal raus? Aber er kann sich mit diesem Elbow gegen den Kopf von Kendrick befreien. Erneut schöne Aktion von Perkins gegen den Kopf von Kendrick. Aber der Konter mit diesem Armtrack. Und wir sehen ein krasses Match von beiden mittlerweile. Perkins kontert jetzt diesen DDT. Tritt in das Knie, also in die Kniekehle von Kendrick. Der kontert wieder gegen Perkins. Whipping. Und da kommt der Vertical Suplex in das Turnbuckle rein. Wahnsinnsaktion hier von Brian Kendrick. War das die Vorentscheidung? Aber Perkins kontert nochmal mit diesem Armtrack. DDT jetzt von Perkins. Was für ein Match der beiden hier. Perkins setzt zum Submission Move an gegen Brian Kendrick. Ist das die Entscheidung für TJ Perkins? Muss Brian Kendrick hier abklopfen? Aber er kann sich hier nochmal befreien. Attackiert hier dieses Bein von Perkins und kann sich hier gerade noch so befreien. Whipping in die Ringecke. Brian Kendrick jetzt wieder am Drücker. Da kommt der Luva-Kick, aber TJ Perkins kann kontern. Was für ein Konter, ein wichtiger Konter von TJ Perkins. Wieder schöne Aktion hier von Kendrick. Und jetzt macht sich Brian Kendrick für die Springboard-Action bereit. Springboard-Dropkick. Was für ein Springboard-Dropkick von Brian Kendrick. Aber Perkins kontert mit diesem Frankensteiner. Es geht hin und her. Es gibt kaum Verschnaufpausen in diesem Match. Perkins macht sich jetzt bereit für den Finisher gegen Kendrick. Der kann allerdings kontern. Perkins angeschlagen, da kommt die nächste Blue Thunder Bomb. Das muss der Sieg für Brian Kendrick sein. 2. Aber PJ Perkins kickt erneut kurz vorm Free Count aus. Was für ein verrücktes Match hier. Unglaubliche Szenen gerade. Whipping wieder in die Ringecke. Und da kommt der Uber Kick. Und das war die Entscheidung, Leute. Wenn es das nicht war. Hellover Kick von Brian Kendrick, der sich hier wohl die Cruiserweight Championship sichert. Nein, TJ Perkins bringt die Schulter nochmal nach oben. What the fuck, habt ihr sowas schon gesehen, Leute? Unfucking fassbar. Unglaubliches Match von TJ Perkins. Der Top Rope Crossbody geht daneben. TJ Perkins kontert hier nochmal. Aber jetzt wieder der Whip-In von Brian Kendrick. Was für ein Match. Was für ein Match. Starship Pain war das jetzt, glaube ich, von Brian Kendrick. Jetzt kommt wieder Perkins mit dem Konter und dem TDT gegen Brian Kendrick. Kann Perkins jetzt nochmal zurückkommen in HWD-Manier. Feuert jetzt das Publikum und sich selbst nochmal an zum GTS. GTS gegen Brian Kendrick. Kann TJ Perkins den Titel hier verteidigen?
Er schnappt sich hier nochmal Brian Kendrick. Wieder Frankensteiner. DJ Perkins ist on fire, macht sich hier nochmal bereit. Was für ein Match. Was für eine Aktion. Finisher von DJ Perkins. Das muss die Entscheidung sein, Leute. Und das ist es. DJ Perkins gewinnt gegen einen krassen Match gegen Brian Kendrick und verteidigt seine Cruiserweight Championship. 5B-Fan bekommt einen dritten Sieg wieder auf das Konto von DJ Perkins. Und das ganz, ganz verdient. Unglaubliches Match, Leute. Was für ein Match. TJ Perkins. Unglaublich. Ja, Leute, wir kommen zum nächsten Match, dem Intercontinental Match. Intercontinental Championship Match natürlich zwischen Baron Corbin, Rolli, den Hauptherausforderer, gegen The Miz. Das stimmt, Alpha Numeren. Ja, erste Niederlage für Kendrick. So, Leute, ich bin ganz, ganz schnell kurz am WC. Ich werde gleich wieder kommen und fülle mal meine Wasserflasche auf, weil ich brauche viel zu trinken, wenn ich viel rede. Ich bin gleich wieder da. Kurzen Moment. So, Leute, wieder am Start. Es geht sofort weiter natürlich mit Payback und diesem Intercontinental Championship Match zwischen Baron Corbin und The Miz. Yo, ich würde sagen, los geht's. Und Baron Corbin schnappt sich hier gleich mal The Miz in den Backbreaker. Da schlägt Baron Corbin in das Gesicht von The Miz. Aber er kann jetzt hier gegen Corbin kontern. Aber Corbin sofort wieder mit dem Clothesline zur Stelle. Tritt in den Rücken von The Miz.
schöne Aktion hier von dem Miss King Corbin zum Konter. Und Miss hat angekündigt in der Promo, er will zeigen, dass er der Bessere der beiden ist. Und ich bin gespannt, ob er sich hier gegen Baron Corbin durchsetzen kann und seine Championship verteidigen kann. Du bist für Corbin? Ja, ist okay. Ich würde mich auch freuen für Corbin. Weil er ja auch ein Teilnehmer in der Interactive League ist, nämlich ein langjähriger Freund Rolle spielt Baron Corbin. Der Miss kontert hier gegen Corbin. Schöner Neckbreaker. Aber Corbin sofort wieder da, holt der Miss von den Beinen. Whip ihn wieder in die Ringecke. Und ein paar Faustschläge von Baron Corbin gegen den Miss hinterher. Noch eine Reihe von Faustschlägen gegen den Kopf von dem Miss. Der muss jetzt ordentlich einstecken gegen Baron Corbin. Furzdampf von Corbin. Aber der Miss mit diesem Kniestoß kann sich hier Luft verschaffen. Geht jetzt erstmal aus dem Ring raus, um sich da ein wenig abzukühlen, abzuregieren. Aber Baron Corbin hinterher mit dieser schönen Powerbomb hier. Aber der Miss kann kontern und bringt hier Baron Corbin auf den Hallenboden zu und schleudert ihm gegen den Ringpfosten. Stark gemacht jetzt von dem Miss. Double Axehandle gegen den Kopf von Corbin hinterher. Noch ein Elbow gegen den Kopf von Corbin. Aber die beiden sollten natürlich wieder zurück in den Ring gehen. Jetzt wird der Miss hier an der Security Wall bearbeitet, kommt aber wieder rechtzeitig noch zurück in den Ring und auch Baron Corbin wieder hinterher. Und da schnappt sich der Miss wieder Corbin. Schöne Aktion. Und der Miss zeigt ganz klar jetzt in diesem Match, warum er nicht umsonst der aktuelle Intercontinental Champion ist. Schöne Combo, Backbreaker, Neckbreaker Combo hier von dem Miss. Da soll der Figure Four Lock kommen von Miss. Jawohl, Figure Four Lock. Allerdings kann Corbin hier auskontern und den Druck auf den Miss erhöhen. Und somit muss der diesen Figure Four wieder lockern. Beziehungsweise aufgeben den Griff. Da kommt der Wings of Change Finisher von Corbin aus dem Nichts. Aber der Miss kann hier wieder auskicken. Ne, das war noch nicht der Finisher von Corbin, glaube ich, sorry. Das sieht anders aus. Aber auch eine schöne Aktion. Jetzt kommt die Wings of Change von Corbin. Das muss die Entscheidung sein. One, two. Aber die Miss kickt bei zwei wieder aus. Was für ein Teufelskerl. Die Miss kickt bei zwei wieder aus. Unglaublich. Aber Corbin gibt nicht nach, aber der Miss schon wieder mit diesem Elbow zum Konter. Wieder schöner Spinning Neckbreaker gegen Corbin. Probiert es gleich mal jetzt mit einem Cover. Eins, aber Baron Corbin kann bei eins bereits wieder auskicken. Hi Supercard, welcome back. Schulterwurf von Corbin hier gegen den Miss zum Konter. Das Cover von Corbin. Aber auch der Miss kann bei 1 bereits wieder auskicken. Tritt von Corbin in den Rücken von dem Miss. Und schnappt sich da der Miss in den Headlock. Der kontert allerdings wieder mit diesem Elbow. Wieder schöner Neckbreaker von dem Miss. Und wieder die Back- und Neckbreaker-Kombo vom aktuellen Intercontinental Champion. One, two, aber Baron Corbin kickt wieder aus. Welches Match danach ist? Ich glaube, John Cena gegen Kane ist das nächste Match.
Also das Match von Supercuts, Kane kommt dann gegen John Cena. Da drückt Baron Corbin jetzt der Mister auf den Boden runter und wirkt ihn da ein wenig. Baron Corbin wieder mit einer harten Rechten hier gegen The Miz und lässt sich jetzt erstmal feiern vom WWE-Publikum. Also John Cena gegen Kane sollte das nächste Match sein. Kein Problem, Supercard. Ist doch gut, wenn die Leute so mit Emotionen dabei sind. Da kommt der nächste Wings of Change Finisher. Das muss die Entscheidung sein. What the hell? Oh my God, The Miz kickt den zweiten Baron Corbin Finishers. Are you kidding me? Was ist hier los bei diesem Payback Pay-Per-View? Unglaubliche Matches, eins nach dem anderen hier. The Miz jetzt mit dem Cover gegen Corbin. Aber Corbin kann sofort wieder auskicken. Mir fällt an, ich habe ein entscheidendes Match vergessen, Leute, zu booken, was natürlich jetzt scheiße ist, aber es ist schon gebookt, also ist es eh wurscht. Ich wollte eigentlich Cesaro gegen Jericho um die United States Championship bringen als Feder, weil die Feder ja auch aufgebaut worden ist. Wieder Miz mit seiner Back- und Neckbreaker-Kombo und ich bin gespannt, wann der Miz seinen ersten Skullcrushing-Finale durchbringen kann. Aber Corbin kontert hier wieder mit zum Shoulder Tackle. Miz jetzt Konter, schlägt hier auf den Kopf von Corbin an, aber der kontert wieder mit zu harten Rechten. Aber wieder der Miz. Corbin wieder mit dem Konter. Unglaublicher Fight hier von den Beinen. Eine wahre Schlacht hier. Klasse Match. Der Miz wieder mit einem Neckbreaker. Und das Cover gleich hinterher. Schöne Aktion von dem Miz. Ah, oh, da kann Baron Corbin gerade noch auskicken. Ganz stark von dem Miz hier gemacht. Wieder Tritt hier von dem Miz gegen Baron Corbin. Der holt jetzt allerdings den Miz von den Beinen. Und Miz setzt weiter nach. Das Knie in den Rücken von Baron Corbin. Und der Miz ruht sich jetzt erstmal aus in der Ringecke. Aber er muss natürlich mehr bringen noch. Er braucht noch einen Finisher. Da kommt wieder die Back- und Neckbreaker-Kombo, die wir schon so oft heute in diesem Match von ihm gesehen haben. Aber ein Finisher wird es brauchen, dass er da seinen Titel verteidigen kann. Und Corbin holt ihn hier wieder von den Beinen. Und wartet schon auf den nächsten Finisher. Und den dritten Wings of Change kann Miz nicht auskicken. Das gibt's nicht. Wieder Wings of Change. Das muss der Titelgewinn für Corbin sein. 2-3. Jawohl. Baron Corbin gewinnt hier dieses Intercontinental Championship Match. Verdient mit 3 Finishern gegen den Miz. Miz war ganz stark. Hat 2 Wings of Change ausgekickt. Aber beim dritten kann der Miz natürlich dann auch nichts mehr machen. Und der Miz ist auch selbst schuld aus meiner Sicht. Immer wieder schöne Kombos gezeigt, aber die richtigen großen Finisher-Momente waren von ihm einfach nicht dabei. Und jetzt gewinnt Baron Corbin hier Rolli in der Interactive League. Mit dem dritten Sieg jetzt am Konto die Intercontinental Championship. Und ist somit der erste Superstar der Interactive League-Rolle mit Baron Corbin, der einen Titel gewinnt aus eigener Kraft. Das stimmt, Alpha Numeren, die Matches sind wirklich geil. Das Booking ist, denke ich, auch nicht schlecht gewählt, aber die Matches sind einfach Hammer gerade. Also das waren wirklich 2 Top-Matches gerade. Jo, wir kommen zur nächsten Fehde. John Cena trifft auf The Red Monster. People's Favorite Demon, Kane. Ah, Devil's Favorite Demons. Schau, wie komme ich auf People?
Devils Favorite Demon, Kane. Die rote Maschine, der Red Machine, der Red Monster Kane gegen John Cena. Okay, super Cut. Machen wir dann. Da kommt der Dropkick von Cena gegen Kane. Der kann jetzt allerdings kontern. Schöner Neckbreaker. Ja, auf die Lesnar Promo bin ich auch gespannt, Alpha. Aber Kane kontert mit diesem harten Clothesline hier gegen John Cena. John Cena, mit dem ja Slokan 18 am Start ist in der Interactive League. Den Universal Champion nicht wirklich momentan. Dazu bräuchte man mehr Siege am Konto, weil ich die Championships nicht einfach so herausfordern und vergeben will, sondern eigentlich nach Leistung belohnen will. Und da muss einfach Brock Lesnar noch einiges an Matches abliefern, dass er da in die Titelfäden mit einsteigen kann. Wieder Kane mit diesem Shoulder Tackle. Wirkt hier jetzt der John Cena am Boden. Und zeigt, dass das kein leichtes Match werden wird. Auch wenn John Cena natürlich in diesem Match oder fast in jedem Match der Favorit ist. Zumindest gleich auf ist. Und hier ist er schon, der leichte Favorit für mich. Gegen Kane. Kane holt jetzt allerdings wieder Cena von den Beinen und wirkt wieder Cena. Aber mal sie auf dem Ringboden. Footstump gegen den Kopf von Cena hinterher. Noch eine harte Rechte gegen den Kopf von Cena. Da muss Cena jetzt ordentlich einstecken. Hallo Benny Sheriffy, willkommen im Stream. Okay, Alpha, gegen Big Cass können wir machen, ja. Der Backbody Drop von Kane zum Konter. Der Nerf holt hinterher gegen John Cena. Kann allerdings jetzt kontern wieder mit diesen Schlägen gegen Kane. Harte Aktion, schöner Facebuster hier von Cena. Aber Kane kontert hier mit diesem Schulterwurf gegen John Cena. Was macht Kane hier? Steigt jetzt aufs Top-Rope, allerdings John Cena schon wieder auf den Beinen. Und das erkennt Kane und kommt dann natürlich wieder runter. Schöner Spambuster hier von Kane gegen Cena. Der kontert jetzt. Five Knuckle Shuffle soll folgen. You can see me, John Cena. Am Start, jawohl. Five Knuckle Shuffle geht durch gegen Kane. Da soll jetzt der Attitude Adjustment folgen. Ist das bereits die Entscheidung? Der AE geht durch. Finisher von John Cena, das Cover. Eins, zwei. Aber Kane kickt bei eins wieder aus. Was für eine Leistung hier von Kane gerade. Kickt er nach dem AE bei eins wieder aus. What the fuck? Und bereitet sich jetzt auf den Chokeslam gegen John Cena vor. Da ist der Ansatz zum Chokeslam. Chokeslam von Kane gegen John Cena. Ist das der Sieg für Kane? Eins, zwei. Aber John Cena kann sich nochmal befreien. Wieder Cena mit dem Tritt gegen Kane. Komm, mein Sohn, Chokeslam. Da gibt es den Tritt gegen den Rücken von Kane nochmal. Aber da schnappt sich Kane zum John Cena zu diesem schönen Belly-to-Belly und macht seine vernichtende Geste hier in Richtung Cena, der da angeschlagen am Boden liegt. Whip in. Schöner Clothesline jetzt in der Ecke von Kane. Noch ein Whip in, noch ein Clothesline von Kane.
Was eine Aktion! Sidewalk Slam hinterher! Da kommt das Submission Hold von Kane. Mit seinem Handschuh da, aber John Cena, schaut euch diese Strange hier von John Cena an. Der drückt hier den Arm von Kane wieder weg. Unglaublich hier. Cena wie in üblicher Superman-Manier hier in diesem Match. Aber Kane schnappt sich John Cena zum Tombstone Piledriver. Der sieht Tombstone von Kane. Ist das die Entscheidung? Let's go Cena Chance, das Cover von Kane. Aber John Cena kickt hier nochmal aus nach diesem Tombstone. Was für ein Match, das hier Kane abliefert gegen John Cena. Harter Kniestoß jetzt von Kane hinterher gegen den Kopf von Cena. Der kann jetzt hier kontern mit einer rechten gegen Kane. Sitter Powerbomb von John Cena, aber Kane kann sich sofort aus diesem Cover befreien. Let's go Cena, und Cena Sucks Chance hier zu hören jetzt. Da soll der nächste Five Knuckle Shuffle kommen. You can see me. Super Cena, ja das stimmt, Super Cena wie immer. Und John Cena macht sich für den nächsten AA bereit. Und das muss der Sieg für John Cena sein. Attitude Adjustment, das Cover. 1, 2. Aber Kane kickt erneut aus. Kickt aus diesem Attitude Adjustment aus. Was ist denn hier los? Clothesline von Kane. Aber Cena kann hier wieder kontern. Da gibt es einen Tritt gegen den Kopf von Kane. Der kann allerdings kontern mit diesem Backbody Drop. Und wirkt hier wieder John Cena am Boden. Und der nächste Ansatz zum Submission Hold von Kane. Kann hier Cena sich wieder befreien? Jawohl, er drückt wieder diesen Arm von Kane weg. Was für eine Stärke von Cena. Oh Roman, servus, willkommen. Du hast gerade vorher erfolgreich in einem Supermatch mit Baron Corbin den Intercontinental-Titel gegen The Miz gewonnen. Krasse Match, kannst du die anderen fragen, war super. Und Baron Corbin, der neue Intercontinental-Champion jetzt. Da gibt's den Chokeslam von Kane jetzt gegen John Cena. Chokeslam von Kane, der geht durch. Ist das der Sieg für Kane? Das Cover. 1, 2. Aber John Cena kickt hier gerade nochmal aus vom Freecount. Was für ein Fight, was für ein Battle, das uns die beiden hier liefern. Unglaublich. Das nächste Match im Bunde, was wieder einige Nearfalls bringt. Was für Matches heute, Leute. Wahnsinns Pay-Per-View wieder mal, muss ich sagen. Cena wieder mit dem Five-Knuckle-Shuffle. Wenn jetzt der dritte EE durchgeht, dann muss Cena das gewinnen. Das gibt's gar nicht. Attitude Adjustment von John Cena. Der dritte EE in diesem Match. Und das muss die Entscheidung für John Cena sein. Und das ist auch der Sieg. John Cena holt sich mit diesem Attitude Adjustment den Sieg fürs Lokal 18 in der Interactive League. Und sammelt den vierten Sieg am Konto. Cena jetzt mit den meisten Siegen bislang am Konto in der Interactive League. Und Kane und Supercard erleiden die erste Niederlage hier in der Interactive League. Jo Roman, bis gleich. War auf jeden Fall ein geiles Match, ja, Supercard. Kane hat sich nicht verstecken brauchen. Ganz geiles Match. Aber ja, es ist halt doch dann John Cena, der immer wieder dann
in diesen Momenten zurückkommt und dann austeilt, austeilt und so viel anstecken kann. Gegen John Cena verlieren ist auf keinen Fall eine Schande. Wir kommen zum nächsten Match. Dem Coco im Main Event sozusagen für Payback. Hier trifft der Deadman Undertaker in einem No-Holds-Barred-Match auf Randy Orton. Los geht's. Und Randy Orton startet gleich mal in Stone Cold-Manier gegen Undertaker. AJ, der Undertaker in der Liga vertritt, mit It's Louis, den Randy Orton in der Liga vertritt. Also ein erneut direktes Aufeinandertreffen von Interactive League-Teilnehmern. Das stimmt, man kann nicht alles gewinnen. Ja. Schöner Uppercut hier von Randy Orton gegen den Taker. Bearbeitet hier gleich mal den Rücken vom Undertaker. Der kontert jetzt mit diesem Double-Axel-Schlag. Ein harte Serie an Faustschlägen vom Undertaker. Schnappt sich Randy Orton jetzt zum Whip-In. Randy Orton am Apron. Was zeigt der Undertaker? Holt der Randy Orton wieder zurück in den Ring. Orton kracht dann mit dem Rücken auf den Boden, allerdings kann er sich wieder mit diesem Uppercut befreien. Schöne Vintage-Aktion hier von Orton gegen den Rücken vom Undertaker. Whip-In von Orton jetzt. Da kommt der Slam hinterher. Schöne Aktionen hier von Randy Orton früh in diesem Match. Randy Orton holt jetzt den ersten Steel Chair zu Hilfe und schlägt damit auf den Kopf vom Undertaker ein. Trifft hier zweimal den Deadman hier mit diesem Steel Chair. Hat ihm das jetzt diesen entscheidenden Vorteil für dieses Match besorgt, gegeben. Wir werden sehen, ob der Undertaker ihn nochmal zurückfighten kann. Und die Fans rufen auch schon nach dem RKO, nach dieser Footstump-Serie von Randy Orton gegen den Undertaker. Jetzt kontert mal der Deadman wieder und holt Randy Orton da von den Beinen. Allerdings gleich wieder der Armtrack von Orton. Wieder Schläge und Tritte von Randy Orton gegen den Taker. Schöner Uppercut. Undertaker angeschlagen in den Seilen. Was kann Randy Orton jetzt sagen? Schöner Knee Drop mit Hilfe der Seile gegen den Kopf vom Undertaker. Das stimmt, ja, Randy Orton hat überraschend gegen Zack Ryder verloren. Das war eigentlich wirklich überraschend. Da kommt der harte Kniestoß jetzt vom Undertaker zum Konter. Aber Randy Orton ist unberechenbar. Der kann immer wieder kommen und da kommt der RKO out of nowhere. Gerade sage ich es noch, das Cover. Aber der Undertaker kickt gerade noch aus. Gerade wo ich sage, dass Randy Orton so unberechenbar ist, packt er den ersten RKO out of nowhere gegen den Deadman hier aus. Unglaubliches Match. Undertaker jetzt arbeitet hier gegen Randy Orton mit dem Headlock. Da kommt der Ansatz zum Chokeslam vom Undertaker. Chokeslam gegen Randy Orton. War das die Entscheidung, aber der Deadman kommt, setzt noch nicht zum Cover an. Wartet, bis Randy Orton hier wieder auf die Beine kommt. Der braucht allerdings jetzt die Hilfe der Seile dazu, dass er überhaupt wieder nach oben kommt. Da kommt der Ansatz zum Tombstone Piledriver vom Undertaker. Der sitzt. Ist das die Entscheidung vom Undertaker? Das Cover. 1, 2. Aber Randy Orton kickt nach diesem Tombstone und Chokeslam davor. Bei 2 wieder aus. Wahnsinn. Wahnsinns-Pay-Per-View. Ich kann mich immer nur wiederholen, Leute. Whip-In jetzt da gegen Orton. Schöner Splash in der Ringecke vom Undertaker. Lässt hier Randy Orton aus dieser Höhe auf das Turnbuckle krachen und dann kommt der Big Boot hinterher. Leg Drop.
Undertaker ist jetzt on fire. Der will dieses Match hier gegen Randy Orton beenden. Da kommt der neue Ansatz zum Chokeslam. Chokeslam vom Undertaker. Ist das die Entscheidung? Aber er hat noch nicht genug. Aber Randy Orton kann mit diesem Shoulder Tackle jetzt mal kontern. Undertaker hätte vielleicht dieses Momentum nutzen können und zum Cover ansetzen sollen. Jetzt kommt Randy Orton mit seiner Footstump-Serie zurück. Aber der Undertaker befreit sich hier wieder, schultert hier Randy Orton zum Konter. Aber auch Randy Orton wieder gegen den Undertaker. Die beiden schenken sich hier absolut nichts in diesem No-Holds-Barrett-Match. Und Randy Orton deutet zu sagen, come on, Taker, zeig, was du drauf hast. Ich bin schon bereit. Aber der Undertaker mit dem Tombstone-Piledriver, der kann allerdings Randy Orton kontern. RKO out of nowhere, was für ein Konter von Randy Orton. Ist das die Entscheidung? Jawohl, Randy Orton gewinnt hier mit diesem Konter. RKO out of nowhere besiegt hier den Undertaker mit dem RKO. Was für ein Match von Randy Orton. Und It's Lewis bekommt den ersten Sieg hier auf das Konto vom Undertaker in dieser Interactive League. Achso, ja, und der Undertaker bekommt auch eine Niederlage. Die zweite Niederlage schon für den Undertaker und AJ mit Undertaker in der Interactive League. Der Undertaker hat sich noch nicht ganz gut präsentieren können in der Liga. Jo Leute, wir kommen zum nächsten Co-Main-Event für Payback bereits, zum nächsten Hammer-Match, nämlich das Triple Threat-Match um die WWE World Heavyweight Championship von Bray Wyatt, der hier auf AJ Styles und Dean Ambrose trifft und seine Championship verteidigen muss. Das wird ein Kracher-Match, Leute, werden, ich verspreche es euch. Da erwarte ich mir ganz, ganz viel hier in diesem Match wieder. AJ Styles legt gleich mal gegen Dean Ambrose los. Dean Ambrose hat ja in der letzten SmackDown-Ausgabe AJ Styles attackiert und sich so diesen Platz quasi in diesem Championship-Match noch gesichert. Zum Glück hat Lesnar sein Debüt gewonnen. Naja, kann man sehen, wie man will. Je nachdem halt. Dann legt gleich mal Bray Wyatt gegen AJ Styles los. Schöner Ripbreaker hier gegen Styles. Aber Ambrose schnappt sich jetzt Wyatt, whip in. Aber Bray Wyatt kann auch hier kontern. Schöner Backbody Drop. Whip in von Styles jetzt gegen Wyatt. Und da staubt jetzt der Dean Ambrose diesen Clothesline ab. Russian Leg Sweep gegen AJ Styles. Klug gemacht hier von Dean Ambrose. Eine Reihe von Chops und Schlägen von Dean Ambrose. Whip in. Aber Bray Wyatt kontert wieder mit diesem Backbody Drop hier. Dean Ambrose schlägt jetzt da gegen Bray Wyatt zu. Starker Clothesline. Und AJ Styles kommt wieder auf die Beine, zurück im Ring. Schnappt sich hier Dean Ambrose für diese Headsisser. Dean Ambrose jetzt gegen Lesnar mit dieser Powerbomb. Krasse Aktion von Dean Ambrose. Bray Wyatt feiert sich da hier selbst in der Ecke bereits. Dean Ambrose wird hier von Bray Wyatt unterbrochen bei der Top Rope Action. Was für ein Konter von Dean Ambrose. Krass gemacht hier gegen Bray Wyatt. Schöner Suplex gegen Wyatt von Ambrose. Wieder schöner Armtrack jetzt von Styles gegen Ambrose. Bray Wyatt erstmal angeschlagen aus dem Ring raus. Russian Leg Sweep von Styles. Aber Dean Ambrose kann das Cover wieder, also kann dem Cover entkommen. Barnes schon wieder kickt aus. Bray Wyatt mit diesem schönen Suplex hier. Da landet AJ Styles am Kopf und ist erstmal wieder draußen. Bulldog hier
Schöner Bulldog von Dean Ambrose. Jetzt kann er die erste Top-Rope-Action zeigen in diesem Match. Dean Ambrose deutet an Bray Wyatt. Come on. Komm schon. Und da gibt's einen Wahnsinns-Elbow, Flying-Elbow von Dean Ambrose. King Bray Wyatt, das Cover schon. Allerdings AJ Styles hier wieder zur Stelle. Aber Dean Ambrose gegen AJ Styles. Dirty Deeds von Ambrose. Das Cover. Eins. AJ Styles kann bei zwei noch rauskicken. Nach diesem Dirty Deeds von Dean Ambrose. Was für Leistung, für eine Leistung von Dean Ambrose gerade. Bray Wyatt jetzt am Turnbuckle oben. Dean Ambrose kommt zu ihm nach oben. Top Rope Action, das soll's wohl eine Aktion geben. Jawohl, schöner. Ja, schöne Aktion. Top Rope Action von Dean Ambrose gegen AJ Styles. Und was für ein Clothesline hier von Ambrose gegen AJ Styles. Der Coverversuch wieder von Ambrose gegen Styles diesmal. Aber Styles kann wieder bei zwei auskicken. Ja, können wir dann gerne machen, Lucha Dragon. Bray Wyatt greift sich jetzt der Dean Ambrose. Ripbreaker, schöne Aktion hier. Bray Wyatt mit diesem Senton. Aber AJ Styles kann hier gegen Bray Wyatt kontern. Tritt gegen den Kopf. Springboard Action soll jetzt von AJ Styles kommen, aber Dean Ambrose kommt ihm da zuvor. Aber AJ Styles ist das egal. Phenomenal Vorarm gegen Dean Ambrose. Hat ihn da ein wenig getroffen, aber nicht wirklich schwächen können. Und Dean Ambrose kontert mit diesem DDT. Was für Aktionen, Leute. AJ Styles jetzt ausgenockt. Was kann Dean Ambrose zeigen? Bray Wyatt kontert hier gegen Ambrose. Schöner Slam hier gegen Dean Ambrose von Wyatt. Das Cover. Aber Dean Ambrose kann hier wieder bei zwei auskicken. AJ Styles wieder zurück in den Ring. Whip ihn in die Ringecke. Aber Bray Wyatt kontert mit diesem DDT. Und Bray Wyatt macht sich bereit für die Sister Abigail. Dean Ambrose schaut hier ein wenig verstört zu. Da kommt Sister Abigail gegen AJ Styles. Aber Dean Ambrose schnappt sich jetzt Bray Wyatt. Schöne Aktion, was macht er? Er sollte das Cover bei AJ Styles probieren, er macht's auch. Cover von Dean Ambrose, kann er diesen Titel abstauben hier? Aber AJ Styles kann hier wieder auskicken. AJ Styles jetzt wieder gegen Dean Ambrose. Da kommt das Submission Hold. Allerdings wieder unterbrochen hier. Das Cover jetzt da. One, two. Aber Dean Ambrose kann sofort wieder auskicken. Beziehungsweise glaube ich, gibt es gar keine Aufgabe, oder? Steht das da irgendwo? Ne, das steht jetzt nicht. Glaube ich. Oder? Gameplay? Okay, gibt's da nicht. Ich weiß nicht, ob es beim Triple Threat Match überhaupt eine Aufgabe gibt. Ich glaube aber schon. Ich glaube, das war der Rope Break, den der Dean Ambrose gerettet hat vor der Niederlage gegen AJ Styles. Wollte schon sagen, neue Rivalität confirmed. Und jetzt kommt Dean Ambrose mal mit dem Submission Move gegen AJ Styles. Aber Bray Wyatt kommt hier mit dem Running Crossbody dazwischen.
Bray Wyatt, schöner Big Suplex, schleudert hier AJ Styles von der Luft dran auf den Boden runter. Chokeslam von Bray Wyatt, ist das die Entscheidung, das Cover von Bray Wyatt. 1, 2, aber AJ Styles kann gerade noch auskicken. Was für ein Match hier wieder. Elbows jetzt in den Nacken von AJ Styles. Bray Wyatt macht sich bereit, aber Dean Ambrose ist langsam wieder auf den Beinen. Sister Abigail erneut gegen AJ Styles. Aber Dean Ambrose kann diesen Finisher unterbrechen. AJ Styles angeschlagen, in der Ringe gekontert gegen Ambrose. Wieder Submission Move von AJ Styles. Was macht Bray Wyatt? Er schaut dazu. Aber Dean Ambrose kann sich wieder befreien. Bray Wyatt feiert sich jetzt selbst gerade. Da kommt ein schöner DDT von Dean Ambrose gegen Bray Wyatt. Schöner Roll-Up von Dean Ambrose. Ist das die Entscheidung? What the fuck war das knapp? AJ Styles sichtlich überrascht. Kickt gerade noch vor dem Free Count aus. Unglaubliche Aktionen hier von Dean Ambrose. Der Dirty Deeds gegen AJ Styles. Das muss es sein. Bray Wyatt noch K.O. Come on, Ambrose. 1, 2. Aber Bray Wyatt gerade noch mit dem Bruch des Covers. What the fuck? Unterbricht hier das Cover. Wahnsinnsmatch gerade, Leute. Bulldog von, nein, kein Bulldog. Reverse DDT, face first, kracht der Bray Wyatt auf den Boden und Dean Ambrose. Er holt sich da gerade einen kurzen Moment in der Ringecke. Bray Wyatt jetzt angeschlagen, kontert hier aus der Ringecke raus. Was für eine Aktion hier von AJ Styles gegen Dean Ambrose, der jetzt außerhalb des Rings ist. Bray Wyatt wieder mit seinen Kopfspielchen hier. Aber jetzt der AJ Styles mit diesem schönen Spinning Neckbreaker. Cover hinterher. Aber Bray Wyatt kann sich hier noch bei 2 befreien. AJ Styles setzt jetzt zum Styles Clash gegen Bray Wyatt. Dann ist das die Entscheidung. Styles Clash. Das Cover. 1, 2. Aber Dean Ambrose trifft da gerade noch rechtzeitig in den Rücken von AJ Styles. Was für ein Match, was für ein Erfolg. What the fuck. Dean Ambrose jetzt mit seiner Vintage Clothesline Aktion gegen AJ Styles, das Cover. Aber AJ Styles kickt erneut aus. Unglaublich intensives Co-Main Event Match der Leute. Dean Ambrose kontert hier diesen Suplex gegen Wyatt. Whipping jetzt von Wyatt. Ambrose angeschlagen in der Ringecke. Bray Wyatt schnappt sich jetzt der Dean Ambrose Kopf über. Aber Ambrose kontert. Was für ein Konter in der Ringecke von Ambrose. Alter Falter, bringt er da ein Match zustande, Dean Ambrose. Double Team Action jetzt, King Bray Wyatt. Ambrose gegen Styles, weiter geht's hier im Ring. Styles kontert hier diesen Angriff mit dieser schönen Aktion vom Top Rope gegen Dean Ambrose. Probiert's mit dem Cover gegen Ambrose. 1, aber Bray Wyatt ist wieder zur Stelle. Bray Wyatt knöpft sich der AJ Styles vor zum Suplex. AJ Styles kontert das Ganze allerdings in einen Crossbody gegen Bray Wyatt. Ambrose mit dem Konter gegen Styles. Allerdings der kontert wieder zurück. Was für eine schöne Aktion hier von AJ Styles gegen Ambrose. Da ist Bray Wyatt mit dem DDT da. Gegen die King AJ Styles. Bray Wyatt jetzt mit diesem Headlock muss AJ Styles hier gegen Bray Wyatt aufgeben.
Das wäre wirklich krass, aber Dean Ambrose ist hier zur Stelle. AJ Styles kann sich allerdings selbst wieder aus diesem Submission-Move von Bray Wyatt befreien. Und Dean Ambrose und AJ Styles treten hier und schlagen hier abwechselnd auf Bray Wyatt an. Da gibt es den Backbreaker gegen Ambrose jetzt. AJ Styles macht sich bereit für die Springboard-Action, aber Bray Wyatt nutzt das geschickt und schlägt hier AJ Styles aus dem Ring raus, beziehungsweise vom Apron runter auf den Hallenboden. Und jetzt hat Bray Wyatt die Möglichkeit hier vielleicht gegen Dean Ambrose alles klar zu machen, aber er ist ein wenig abgelenkt hier von AJ Styles. Dean Ambrose Suplex. Bray Wyatt wieder mit dem Konter. Dean Ambrose wieder mit dieser schönen Aktion. Face first wird der Bray Wyatt zu Boden geschleudert hier durch diese Aktion von Dean Ambrose. Bray Wyatt jetzt wieder am Drücker. Schöner Suplex. Und AJ Styles jetzt wieder draußen. Dean Ambrose. Wieder face first. Bringt jetzt das Cover. Aber Bray Wyatt rollt sich hier geschickt nochmal zur Seite. Schlag jetzt von Dean Ambrose gegen den Kopf von Bray Wyatt. Whip in. Allerdings kann Bray Wyatt hier kontern. Nein. Clothesline von Dean Ambrose. Was für ein Konter hier von Dean Ambrose. Das Cover gegen Bray Wyatt. Der kann bei zwei wieder auskicken. Unglaublich, Leute. Es scheint so, als würde das Match hier kein Ende finden. Bray Wyatt jetzt abgelenkt draußen. Dirty Deeds von Dean Ambrose gegen AJ Styles. Ist das der Sieg für Dean Ambrose? Das Cover. Das ist es. Dean Ambrose wird der neue WWE World Heavyweight Champion in diesem Co-Main Event. Was für ein Match. Dirty Deeds gegen AJ Styles hier. Dean Ambrose, der neue WWE World Heavyweight Champion. Und CRM Nation bekommt die erste Niederlage aufs Konto von Bray Wyatt. AJ Styles die zweite Niederlage aufs Konto von Eki. Und Dean Ambrose einen Sieg auf das Konto von Mo Creeper. Hi Rain-Fans, willkommen zurück im Stream. Freut mich, dass du wieder vorbeischaust. Jo, wer hätte das gedacht? Dean Ambrose holt sich hier den Titel. Wir kommen zur Promo von Brock Lesnar, bevor es dann in den Main Event geht von Payback. Was für ein intensives Match gerade, oder? Bei diesem Triple-Threat-Match. Da dachte man schon, das wird nie ein Ende finden. Und dann kommt Dean Ambrose da in den richtigen Moment mit der Dirty Deeds da gegen AJ Styles an und sichert sich hier die WWE World Heavyweight Championship. 7,5 Sterne Kampf. Ja, das war echt ein geiles Match gerade, das Triple-Threat-Match. Wahnsinnig intensiv. Wir werden sehen, was uns Brock Lesnar zu sagen hat. Heute gibt es eine ganze Menge zu besprechen, eine ganze Menge an Ungerechtigkeiten in diesem verdammten Unternehmen. Wisst ihr was, vielleicht sollte ich das hier einfach alles bleiben lassen, aber nö, dazu bin ich nicht der Typ. Ich bin nicht so wie ihr, stattdessen bin ich hier draußen, um ordentlich Rabatz zu machen und was zu unternehmen. Radau heißt das wahrscheinlich eigentlich. Kennt ihr das? Ihr habt da einen Kollegen und ihr seid besser als euer Kollege und müsst ständig seine Fehler ausbügeln und trotzdem bekommt er seine Gehaltserhöhungen, er wird befördert und ihr fragt euch, wie zum Geier geht das? Mir geht es nämlich so und ehrlich gesagt, habe ich es satt. Als ich heute Abend ankam, fiel mir auf, dass ich keine eigene Umkleide habe. Ich bekomme immer eine eigene Umkleide. Derartige Respektlosigkeiten lasse ich mir nicht mehr gefallen.
Ich sehe es in euren Gesichtern. Keiner von euch glaubt, dass ich das schaffe. Ihr glaubt nicht an mich. Ihr zweifelt daran, dass ich das Zeug dazu habe. Genau wie die Authority an mir zweifelt. Tja, da liegt ihr falsch. Ihr täuscht euch. Die Authority täuscht sich. Ich habe das Zeug dazu. Ich werde es allen beweisen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich bin jetzt ein anderer Mensch. Liebt mich oder hasst mich. Ich gebe von jetzt an Vollgas. Und alle hinter den Kulissen sollten besser aufpassen. Denn wenn sie mir nicht mehr aus dem Weg gehen, geraten sie unter die Räder. Hört ihr? Unter die Räder. Das war mal ein Statement von Brock Lesnar an die restliche WWE-Community. Das stimmt, Alpha Numerin. Zum Runterkommen für die Fans, die Promo. Und jetzt geht's hoffentlich in einen verdienten Klasse-Main-Event, Leute, den wir uns alle verdient haben nach diesem unglücklichen TLC-Match bei Extreme Rules. Geht's um die Universal Championship zwischen Seth Rollins und Kevin Owens in einem Steel Cage Match. Und ich bin verdammt gespannt, was wir hier in diesem Match erleben werden. Main Event Payback. Ich glaube, es kann nicht besser enden als mit einem so einem krassen Stipulation Steel Cage Match um die Universal Championship. Los geht's, Leute, hier mit diesem Steel Cage Match und Seth Rollins gleich mal wieder in der üblichen Manier mit dieser Startoffensive hier gegen Kevin Owens. Backbody Drop jetzt von Owens zum Konter. Hässlich Lesnar. Rollins kontert allerdings gleich wieder gegen Owens. Was für ein Kick gegen den Kopf von Owens, und da kommt schon die erste Top-Rope-Action von Rollins. Jawohl, da kommt er mit den beiden Knien voran und springt hier gegen den Kopf und bringt da Kevin Owens zu Boden. Ein paar Elbows gegen den Nacken von Kevin Owens hinterher. Und Kevin Owens muss hier erstmal ordentlich anstecken zu Beginn dieses Matches. Seth Rollins, whip in. Wieder schöne Aktion hier von Rollins. Der ist schon ganz klar on fire hier. Deutet das auch Richtung Fans und Kevin Owens an. Der kontert jetzt mal gegen Rollins. Schöner Job, ein harter Schlag noch hinterher. Da gibt's den ersten Suplex von Owens gegen Rollins. Harter Kniestoß gegen den Kopf von Rollins hinterher. Ein Tritt in den Rücken und wirkt jetzt mal Rollins am Boden. Schüttelt sich hier ein wenig aus. Ziemlich arrogant, aber Kevin Owens halt, wie wir ihn kennen, da kontert. Rollins hier mit diesem Suplex und der anschließenden Bridge. Allerdings gibt es hier natürlich kein Cover in diesem Steel Cage Match. Oder doch? Nee, eigentlich nicht. Oh ja. Nein, eigentlich nicht, oder? Leute, was ist das jetzt? Ich kenne mich gerade ehrlich gesagt nicht aus. Gibt's da jetzt Pinfall im Cage Match? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber im Cage Match normalerweise nicht, oder? Blut könnten wir auch mal anstellen übrigens, fällt mir gerade an. Aber eigentlich gibt es doch keine Pinfalls in einem Steel Cage Match, oder? Im Steel Cage Match gibt es Pins, okay. Eigentlich wollte ich das nicht so haben. Da gibt es den ersten Pedigree von Rollins gegen Owens. War das schon die Entscheidung? Two.
Das war die Entscheidung. Okay, Leute. Den Main Event hat sich irgendwie keiner verdient gerade. Sorry, Leute. Das war irgendwie ein kacke Match. Ich dachte eigentlich, man kann das irgendwie ausstellen, dass es keine Pins gibt.